Modelleisenbahnanlagen haben Jung und Alt seit eh und je fasziniert. Meist scheiterte die Beschaffung einer solchen Anlage am fehlenden Platz in der Wohnung und oder an der Finanzierung. Denn die naturgetreu nachgebildeten Modelle, selbst der Spur H0, waren schlicht und einfach zu teuer. Um diesem Dilemma zu entgehen, suchte man eine Ersatzlösung. Und so kam erstmals eine virtuelle Modelleisenbahn auf den Markt. Das erste Spiel der Reihe Eisenbahn-Exe, European Class EEC, erschien 1998 und erhielt durchweg gute Kritiken. Inzwischen vertreibt der Verlag Trend die Eisenbahnsimulation Version EEP 16. Mit der Eisenbahnsimulation EEP kann der Anwender eine täuschend echt aussehende 3D-Eisenbahnmodellanlage erstellen und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe mal etliche Szenen im laufenden Eisenbahnbetrieb als Video aufgezeichnet. Schauen Sie sich das Video einmal an. Viel Spaß dabei! Wird das Programm Eisenbahn-Exe geöffnet, wird zunächst die Bearbeitungsfläche in 2D-Ansicht angezeigt. Drückt man dann die Funktionstaste F5 auf der Tastatur, wechselt die Ansicht in. Im Hauptbahnhof Bad Langensalza stehen zwei Züge, zum einen ein ICE und zum anderen ein Regionalexpress. Das Geschehen am Bildschirm wird mit flexiblen Kameras verfolgt und mit der Maus gesteuert. Bevor wir uns jedoch dem Fahrbetrieb widmen, wollen wir mal mit der fliegenden Kamera einen Rundgang durch Bad Langensalza machen. Durch die Häuser hindurch erblickt man am Ende das Rathaus mit dem Rathausplatz und einige Leute, die darauf laufen. Die Kamera schwenkt nun in die Kirchstraße mit der Kirche. Links oben im Bild erkennt man gerade noch, wie der Regionalzug den Bahnhof verlässt. Die Kamera zoomt nun auf den Kirchplatz und der Bushaltestelle, wo Leute auf den Bus warten. Der Kommentator legt eine kleine Pause ein, im Vertrauen auf die Aufmerksamkeit und Erfahrung und Kenntnis des Zuschauers.
So, nach dem Bummel durch Langensalza und dem kleinen Park sind wir wieder am Bahnhof Vorderansicht angelangt. Jetzt voll im Fahrbetrieb angelangt und werden ihn weiter verfolgen. Der Regio fuhr über die Brücke, die den Fluss überspannt. Die Kamera ist schon am Dermbacher Bogen positioniert und wartet auf den Regio-Express. Der sogenannte Dermbacher Bogen ist ein wichtiger Ort, wo sich zwei Züge überkreuzen könnten, wenn hier die Weichen falsch gestellt würden. Der nächste Halt des Regio Express ist der Bahnhof Dermbach. Der ICE hält hier aber nicht. Wie schon gesagt, rauscht der ICE am Bahnhof Dermbach vorbei und verschwindet im Tunnel des Bergmassivs. Natürlich kommt der ICE wieder aus dem Tunnel heraus und rast zum nächsten Halt im Bahnhof Lindenthal. Da ist er auch schon und hält auf Gleis 2 im Hauptbahnhof. Nach der Fahrtfreigabe hat der ICE erst wieder im Hauptbahnhof Langensalza einen Halt und seine Runde in genau 4 Minuten beendet. Was macht eigentlich der Regio Express? Er verlässt gerade hier den Bahnhof Diesenthal.
Sein nächster Halt ist der Bahnhof Alexisbad. Beide Bahnhöfe befinden sich an einer Nebenstrecke, die vom ICE nicht frequentiert wird. Unsere Kamera befindet sich bereits am Bahnhof Alexisbad mit den zwei schönen Seen. Hier das Strandleben am See von Alexisbad. Da nähert sich der Regio Express dem Bahnhof Alexisbad. Vorbei am See fährt der Zug zum nächsten Halt im Bahnhof Lindenthal. Kurz ein Blick zum Bahnhof Langensalza, wo der ICE schon wieder eingetroffen ist. Der Regio Express hat im Hauptbahnhof Lindenthal gerade vom Signal freie Fahrt bekommen und strebt nun nach Bad Langensalza zu, wo er in 9 Minuten seine Runde beendet hat. An diesem Haltepunkt vor dem Hauptbahnhof muss jeder Zug noch einmal Halt machen, bevor er in den Bahnhof einfahren darf.
Der Regiozug hat im Ausgangsbahnhof Bad Langensalza einen längeren Halt. Und der ICE ist wieder einmal im Bahnhof Lindenthal angekommen. Schon ist die Pause vom Regiozug wieder vorbei und er ist wieder on Tour. Der schnelle ICE hat bald wieder Halt im Bahnhof Langensalza.